um damit eine Art gegenseitigen Kulturtourismus anzuregen. Kunst im Fluss deshalb, weil zum einen Flüsse den Lebensraum dieser Städte in sehr hohem Maße mitgestaltet haben und bis heute als deren markante Embleme gelten, und zum anderen, weil Kunst selbst sich von jeher als ein sich ständig weiterentwickelnder Prozess, als ein lebendiger Organismus versteht.